Die Feuerwehr Langenlohnsheim wurde so um 3.15 Uhr circa alarmiert. Gemeldeter Dachstuhlbrand mit ausgedehntem Wohnungsbrand. Als wir hier eintrafen, schlugen die Flammen schon aus dem zweiten OG raus, aus dem Dach raus. Und wir mussten eine Person aus dem zweiten Obergeschoss über die Schiebeleiter retten. Eine weitere Person konnte durchs Treppenhaus gerettet werden. Weiterhin war ein Glück für die Bewohner, dass Rauchmelder installiert waren. Und die Brandarbeiten, die Löscharbeiten, die ziehen sich jetzt noch bis in die frühe Morgenstunden hin, beziehungsweise Nachmittag, weil wir müssen die ganzen Glutnester hier noch rausziehen. So, ich bin stehen. Näher, oder? Ja, das geht nochmal dran hin. Ja. Auf die Dinge sieht man immer noch. Aber der Umsteiger kommt jetzt schon mal. Gut. Halt den Moment. Können wir nochmal ausmachen.